Also, ich habe jetzt verstanden, dass Lenny die Ausreden und sagen wir mal interessanten Interpretationen über die Betreuer im Ganztag deshalb gibt, weil er uns, seine Eltern, mehr braucht, als wir so gedacht haben. Ja, wir sind beide berufstätig und abends hat er das Bedürfnis, mit uns zusammen zu sein. Aber das ist doch eigentlich ganz schön. Aber diese Portion Elternaufmerksamkeit hat er sich in Form von Hausaufgaben extra Betreuung von uns geholt. Das muss man wissen. Ja, und das ist natürlich total nervig, denn Hausaufgaben am Abend, das kennen Sie doch. Also unser Ziel war es jetzt zunächst mehr Quality Time, so heißt das, anzubieten. Ja, und die haben wir eben dann, wenn jeder an seinem Platz seine Aufgaben macht. Ich mache ja auch meine Arbeiten im Büro. Und Lenny nach Möglichkeit seine Aufgaben im Ganztag. Zuerst habe ich dann also mal mit Lenny gesprochen und ihm gesagt, dass ich den Kampf um die Hausaufgaben nicht mehr möchte. Und dass ich auch glaube, dass er seine Aufgaben eigenverantwortlich machen kann. Ich habe ihn gefragt, wann er meint, wann die beste Zeit ist, nach der Nachmittagsbetreuung die restlichen Aufgaben zu machen. Er hat gesagt, er möchte erstmal eine kleine Pause machen und dann um 5 damit anfangen. Wir haben dann abgesprochen, dass er seine Aufgaben bis 19:30 Uhr machen soll, weil ich kann ihm danach nicht mehr helfen, dann bin ich nämlich selber zu müde. Frau Scherz hat noch gesagt, ja, dass er sicherlich die Zeit vergessen wird und ich soll dann aber konsequent bleiben und ihn an unsere Abmachung erinnern. Ja, und tatsächlich war es so. Er kam abends um 8 und hat gesagt, dass er noch ganz dringend Mathe machen muss, jetzt sofort und überhaupt. Ja, er wurde ziemlich sauer. Ja, also um ganz ehrlich zu sein, er hat einen ganz schönen Terz gemacht. Ja, war schon heftig. Aber das muss man aushalten. Das ist total wichtig. Frau Scherz hat auch gesagt, dass nämlich das der Moment ist, in dem die Kinder merken, dass sie jetzt selber für das, was sie tun, verantwortlich sind. Ja, und das ist ein unbequemer Moment. Ah, und es ist ein total wichtiger Lernmoment, hat sie gesagt. Denn jetzt ist er ganz alleine dran und nicht mehr Mama oder Papa. Ja, deshalb kann ich nur sagen, ruhig bleiben. Es geht vorüber. Danach nicht meckern oder so, sondern den ganz normalen Ton sagen, okay, ich verstehe, dass du das jetzt total blöd findest, aber morgen denkst du dran und dann holst du die Hausaufgaben eben nach. Bist du einverstanden, dass ich dich daran erinnere? Also, das biete ich ihm an. Wenn er ja sagt, dann mache ich das natürlich. Wenn er nein sagt, dann akzeptiere ich das. Na gut, vielleicht haben wir dann bald wieder Theater. Aber er muss merken, dass er jetzt gefragt ist und er selber dran denken muss. Und dass meine Frau und ich nicht ständig hinter ihm stehen und ihn quasi Stück für Stück schieben. Also es ist ein mühsames Geschäft. Ja, und da ist er jetzt auf einem ganz guten Weg, das zu lernen. Ja, und ich habe auch mit der Lehrerin gesprochen und habe ihr die Situation erklärt, dass Lenny seine Hausaufgaben jetzt eigenverantwortlich machen soll. Sie hat dann bei Lenny ein bisschen genauer hingeschaut, sodass er eben schnell gemerkt hat, dass es keinen Sinn macht, die Hausaufgaben jetzt eigenverantwortlich zu vergessen. Auch habe ich kapiert, dass Hausaufgaben eine Sache zwischen Kindern und Lehrern sind und nicht so in dem Maße zwischen Eltern und Kindern, wie ich das bis jetzt immer so gesehen habe. Je mehr wir Eltern nämlich die Hausaufgaben zu unserer Sache machen, desto weniger machen es die Kinder für sich selber. Klar unterstütze ich. Das ist mein Angebot an Lenny.
Er musste erst lernen, das anzunehmen. Und das ging nicht von heute auf morgen. Dann heißt es durchatmen. Und auch ich musste lernen, mich an diese Absprache zu halten, weil wenn man nämlich das nicht macht, dann kann man gleich einpacken. Und dann habe ich Lenny noch gefragt, wo er am liebsten seine Hausaufgaben macht. Er macht sie gerne in der Küche und das geht bei uns ganz gut. Manchmal macht er sie auch auf dem Zimmer, dann kann er dazu leise Musik hören. Und neulich hatte ich Homeoffice, da kam er zu mir und hat auf dem Fußboden seine Aufgaben gemacht, sodass wir beide in einem Raum gearbeitet haben. Es war auch schön. Überhaupt weiß ich jetzt, dass ich ihm früher meine Hilfe aufgedrängt habe. Und heute biete ich sie ihm an. Und das klappt viel besser. Ich akzeptiere ein Nein und verkneife mir eine Kritik, wenn es danach bei ihm nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Stattdessen überlegen wir gemeinsam, wie er es das nächste Mal besser machen kann. Und ich sage Ihnen eins, das läuft. Außerdem war mir wichtig, dass der Sonntag hausaufgabenfrei ist. Also da habe ich keine Lust, das muss auch mal gut sein. Und es ist seine Entscheidung, ob er die Aufgaben am Freitagabend oder am Samstag machen möchte. Natürlich ging das auch bald schief. Da fiel ihm am Sonntagabend ein, dass es noch ganz, ganz dringende Aufgaben gibt. Aber da wusste er schon, dass es keinen Zweck hat, jetzt zu knöttern. Er war wieder ziemlich sauer und auch das verging. Tja, was soll ich sagen? Unserer Familie geht's jetzt echt besser. Sonntags und an den Wochentagen abends nehmen wir uns ganz bewusst Zeit füreinander und spielen mal Schönes oder essen gemütlich zu Abend und erzählen, was bei jedem so los war. Ja, und das ist doch für alle viel besser als dieses Hausaufgabengezeter. Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, was zu ändern, aber die hier, die funktionieren bei uns ganz gut. So, und jetzt muss ich los. Ich muss noch eine Runde Tippitoppi mitspielen. Also, machen Sie es gut. Tschüss.